Hallihallo, ich freue mich wie immer sehr, dass ihr wieder dabei seid. Und heute möchte ich euch mal was ganz, ganz anderes vorstellen. Und zwar geht eine ganz, ganz liebe Kollegin von mir in ihren wohlverdienten Vorruhestand. Und wir als Kollegen haben uns da was Nettes einfallen lassen. Und ich habe den Paten ja wie zufällig einfach mal übernommen und wollte euch zeigen, was man machen kann, wenn jemand nettes, liebes Abschied nimmt. Und ja, insofern, viele von euch haben das bestimmt schon mal gesehen im Netz. Es gibt diese Wenn-Album-Ordner. Und wir haben uns entschieden, dass wir eine Wenn-Box machen wollen. Und zwar habe ich da einen ganz herkömmlichen Schuhkarton genommen. Ich öffne ihn einmal. Und oben haben wir natürlich uns signiert, haben einen netten Spruch aufgeschrieben. Den lege ich jetzt aber mal beiseite. Und noch eine Karte mit draufgeklebt. Und in dieser Box, hier habe ich noch eine Karte drauf getan. Ja, mit dem Licht ist ein bisschen schwierig. Ich hoffe, ihr könnt das gut erkennen. Ich muss mir mit meinem Licht an meinem Werktisch echt noch was einfallen lassen. Aber viel Spaß beim Öffnen deiner ganz persönlichen Wenn-Box. Habe ich hier drauf geschrieben. Und diese Karte habe ich aufgeklebt, weil das auch ein Schuhkarton ist. Und hier war das Preisschild und ein Werbeschild. Und ja, und ich fand, das passt so ganz, ganz klasse. Und in dieser Box sind, ich glaube, 34, nee, jetzt gerade noch 33 Umschläge. Die werde ich nachher gleich einmal hier drapieren, dass ihr ein bisschen schauen könnt. Und auf jedem Umschlag ist ein kleiner Gruß. Wenn dir mal dein Leben zu fad ist, da ist was Süßes drin. Wenn dir mal die Energie fehlt. Eine Karte möchte ich jetzt mit euch zusammen gestalten. Und zwar die Karte, wenn du dir mal den Tag versüßen möchtest. Das sind einfach so ganz kleine, nette Dinge, die einen, ja, ab und zu mal ein Lächeln ins Gesicht zaubern können. Ja, also ich fand, das ist wirklich eine ganz, ganz persönliche Sache, eine persönliche Van-Box. So, hier habe ich jetzt drei kleine Zuckertüten. Und so, wenn nicht zuckersüß genug ist, was denn dann? Und ja, die werde ich einfach hier auf meine Karte kleben. Jetzt könnte man sagen, die ist ja fertig, die Box. Nee, die ist noch nicht so richtig fertig. Die muss noch, aus dem Grund werde ich die Karten nachher alle noch mal rausnehmen. Die Karte, die hier, hat die Maße 10 mal 20 cm. Die wollte ich nicht einfach so schlicht belassen. Ich denke mal, da kann man gerne noch mal einen Stift bei Hand nehmen und kleine Smileys draufzeichnen, kleine Herzchen, je nachdem, was halt zu dem Sprüchlein passt, der sich in der Karte verbirgt oder auf der Karte verbirgt, aber zu den Sachen, die halt in der Karte sind. So. So habe ich das mit den anderen Dingen eben auch gemacht, einfach befestigt. So, bei manchen habe ich, das kann ich ja hier auch mal eben kurz machen. Ich hoffe, ihr seht jetzt nicht nur Arme. Bei manchen habe ich dann hier auch mal ganz bestimmtes Farbband genutzt. Das habe ich jetzt ein bisschen schräg abgeschnitten. Ich denke mal, wenn ich das, so wie ich das bei manch anderen auch gemacht habe, durch zwei Teile, ist der Farbstreifen eigentlich breit genug. So. Und auch so bekommt man schon ein wenig Farbe mit ins Spiel, je halt jeweils welche Farbe Bandkreppband, also hier Klebeband, man nutzt. Das kann man auch eigentlich relativ leicht wieder abziehen. Und das möchte ich auch noch mal abhaben, weil ich da zum einen recht schief abgeschnitten habe. So. Und ich auch diesen noch einmal trennen werde. So.
Und ich finde, das ist wirklich, wirklich, wirklich was ganz Persönliches, wenn man so etwas überreicht bekommt. Man kann, also so habe ich es gemacht, man sieht ja doch die Person und was dazu passen könnte. Wie viel Humor der gewisse jemand hat. Das habe ich einfach am Rechner und dann ausgedruckt. Man kann auch hier anhand von Stempeln sich austoben, also ganz wie man mag. Also das wäre jetzt eine Karte von den vielen, 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 die man mit einbringen kann. So, und auch diese werde ich noch ein bisschen bunter gestalten. Und ja, also diese kommt nicht mit in die Box, die darf sie gleich öffnen. Die lege ich auch einmal so beiseite. Die kommt dann tatsächlich ganz zum Schluss auf die Box mit drauf. So, ja, also jetzt werde ich erstmal die ganzen Kärtchen noch einmal öffnen und hier auslegen, sodass ich die noch einmal ein bisschen nett gestalten kann. Obido, dann mal bis gleich. So, nun habe ich die ganze Sache oder einen Teil der Sache hier mal ein wenig ausgebreitet. Das sind jetzt hier 16 Kärtchen, die anderen oder Umschlägekärtchen. Die anderen habe ich noch hier liegen. Und welches ich euch einmal zeigen wollte, das fand ich so, so süß. Einer meiner Kollegen kann stricken. Ich kann leider nicht stricken. Ich glaube, einen Schal bekomme ich noch hin. Hat so warme Winterstrümpfe gestrickt. Und das fand ich so süß. Und da passt natürlich der Spruch auch total toll, wenn du mal etwas Wärme brauchst. Beide Strümpfe gingen leider nicht in einen Umschlag. Also daher Teil 1 und Teil 2. Die werde ich so hintereinander stecken. Hier werde ich die Briefumschläge, also die Umschläge ein wenig gestalten. Und hier werde ich die Kärtchen. Also hier, das fand ich total niedlich. Oder das finde ich total niedlich. Wenn du mal planlos bist, dann druckt man einfach den Stadtplan aus der Person, wo sie wohnt. Und ja, also es gibt so viele tolle Dinge, die man auch im Internet wirklich findet, die so persönlich sind, die man machen kann. Auch hier, wenn du mal kreativ sein möchtest, einfach einen kleinen Stift, einen Zettel oder auch hier. Total süß, wenn du mal einen Ausweg suchst. Also es gibt wirklich tolle, tolle Dinge und die sind so zweideutig. Also die, das ist ja das, was mir so gefällt. Die sind so zweideutig. Ich fand auch den Spruch ganz toll. Wenn die Lust mal flöten geht, ne, was gibt es Schöneres als ein heiße Liebe-Tee? So, nun habe ich mir hier Stifte bereitgelegt. Jetzt kann ich hergehen und kann einfach mal ein paar Smileys drauf malen. Oder wie hier, finde ich, wäre sehr passend, ein paar Ausrufezeichen, wenn du ein bisschen Sicherheit brauchst. Also Vorsicht, Vorsicht. Ja, hier werde ich wahrscheinlich nicht wirklich viel machen können. Das ist schon recht wenig Platz auf diesem Kärtchen. Da werde ich wahrscheinlich auch eher wieder den Umschlag ein wenig gestalten. Und ich denke, ich lege einfach mal los. Ach ja, bevor ich loslege, ich habe hier auch noch gefunden so ein paar Aufkleberchen. Ich weiß gar nicht, wo die mal bei waren, keine Ahnung. Und auch die finde ich eignen sich immer ganz gut. Hier habe ich das mal gemacht. Hier auch, um einfach so ein bisschen Abwechslung mit reinzubringen. Auch die werde ich ganz wirrwarrig noch verteilen, dann sind sie weg. Ja, ich lege einfach mal los. Ja, die 16 hätte ich jetzt schon mal ein wenig dekoriert. Also ich habe tatsächlich, also nicht überfüllt, weil manchmal ist ein wenig weniger tatsächlich mehr. Hier habe ich so kleine Ausrufezeichen dran getan. Und ich habe ja auch schon versucht, nach jedem Schriftzeichen, also wenn du ein bisschen Sicherheit brauchst, einen kleinen Smiley mit ausgesucht, der ganz gut passen könnte. Ja, und jetzt kommen die einfach nur in die Briefumschläge und jetzt werden die dann auch gleich zugeklebt und kommen dann in diesen Karton und dann nehme ich mir die anderen vor und so lange, bis ich halt mit allen fertig bin. Das machen wir zusammen im Schnelldurchlauf und also ab und zu lasse ich euch da mal einen kleinen Einblick gewähren oder gewähre ich euch einen kleinen Einblick. Nein, ab und zu lasse ich mich da mal sehen
und sodass ihr daran teilhaben könnt. Okidoki, dann erstmal bis gleich. So, hier sind noch ein paar Kleinigkeiten, die ich euch dann auch noch mal oder die ich euch nicht vorenthalten möchte. Luftballons zum Thema Luft aufblasen, und das fand ich auch richtig niedlich. Also es sind auch Dinge drin, die man im Alltag wirklich integrieren kann, gebrauchen kann. Einfach mal ein schönes Bad, wenn du etwas ausbaden musst. Das finde ich ganz niedlich mit einer Wanne. Oder eine kleine süße Gute-Nacht-Geschichte. Ich finde, sowas ist auch immer sehr, sehr persönlich. Dann ist natürlich auch etwas zum Lächeln drin, wenn es dir mal zu haarig wird. Ein Einmalrasierer oder auch hier ein Maßband, wenn du mal das richtige Maß brauchst. Das kann sie sich nachher in ihrem Nähkästchen legen. Also es sind Dinge drin, die einfach nur ein Lächeln ins Gesicht zaubern sollen. Ja, und es sind Dinge drin, die man tatsächlich in seinem Alltag auch eigentlich mal relativ gut gebrauchen kann oder sich einfach mal was gönnen kann. So wie gesagt mit diesem Bad. Die Smarties, denke ich, die wird sie auch nicht vernaschen abends vom Fernseher, wie gesagt. Und ein paar Dinge sind einfach nur so kleine Scherzartikel. So, und ich werde jetzt einfach weitermachen. Ein paar Umschläge habe ich noch vor mir. Und ja, ich muss auch fertig werden. Ich muss auch bald wieder auf die Arbeit. Aber ja, es lohnt sich. Also. Ach ja, bei manchen habe ich tatsächlich nur ein paar Aufkleber drauf getan, andere habe ich ein bisschen anderweitig dekoriert, mit ein paar Ausrufezeichen oder Fragezeichen, Smileys, einfach so ganz quer bunt gemischt. So, hier habe ich nun die letzten 14 Kärtchen. Das fand ich ganz niedlich. Das ist tatsächlich auch zum Spruch so total süß, wenn du mal nach den Sternen greifen möchtest. Und da haben mir die Kinder geholfen, die Kinder aus unserer Einrichtung, ganz viele Sterne auszustanzen. Das ist eigentlich schon eine recht mühselige Arbeit. Und das fand ich so niedlich. Ja, und einfach in so eine kleine Hülle getan, festgeklebt. Und ja, das ist total niedlich. Was haben wir noch dabei? Hier so eine Platzblasen. Oh, ich liebte diese Tüten, als ich Kind war. Die waren häufig bei Konfekt drin. Konfekt war mir ja egal, aber die Tüte war immer meine. Wenn du mal Stress abbauen musst, dann kann man natürlich schauen, wie viel Humor hat derjenige, dem man dieses Geschenk überreichen möchte. Meine Kollegin hat sehr viel Humor und ich glaube, ich darf mir das auch erlauben, weil ich möchte hier am Rande mal erwähnen. Es fällt mir auch nicht ganz so leicht, dass diese Kollegin geht, weil wir mittlerweile schon 14 gemeinsame Jahre in dieser Einrichtung haben. Und ja, ich bin dann irgendwie, glaube ich, noch das alte Eisen, was überbleibt. Dabei bin ich noch gar nicht so alt. Aber tatsächlich, ich bin 14 Jahre schon da und 14 Jahre mit ihr zusammen. Ja. Wenn du mal Ruhe brauchst, ich muss gestehen, ab und zu nutze ich sowas auch mal, wenn mein Mann sehr fest und tief schläft oder einfach mal, wenn du wissen möchtest, wie das Paradies schmeckt. Guckt im Internet, da gibt es ganz viele passende Sprüche, da ist mit Sicherheit was dabei, was euch gefällt. Ich habe die ganze Sache auch wirklich recht bunt gewählt, mit bunten Briefumschlägen. Bei den Karten bin ich bei zwei Farben geblieben, weil sonst wäre mir die ganze Geschichte doch zu bunt. Aber ja, ich werde das jetzt noch zu Ende dekorieren. Also ein paar Smileys verteilen, werde dies in die Kiste tun, werde sie schließen und werde dann Klarsichtfolie rummachen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen, wenn ihr eine nette Kollegin, einen Kollegen verabschiedet oder auch zum 18. Geburtstag oder zur Geburt eines Babys. Ist sowas echt immer eine richtig tolle, süße Idee, etwas ganz Persönliches. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Das war jetzt mal was ganz anderes. Ja, und ich
sagte es, glaube ich, schon. Ich hoffe, beim nächsten Mal seid ihr wieder dabei. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und bis dahin, ciao, ciao, sagt eure Deko-Jana.